So, wie versprochen, zeige ich euch die Badebomben, wo ich bei Lush bestellt habe. An dieser Stelle nochmal Danke an Gronkh für die Minecraft-Würfel-Empfehlung, nämlich den Erdgraswürfel, wo echte Tonerde und auch Holzkohle drin ist. Haha, danke dafür. Und ich habe als zweiten den Intergalaktik-Block. Oh, der glitzert auch. Der sieht richtig cool aus. Sieht aus, als ob es was zum Essen wäre, so aus Brause. Ja, richtig, richtig schön. Da ist sonst nichts mehr drin. Aber was riecht gigantisch gut. Ja, die riechen. Also der Grasblock, der riecht gut. Er sieht nicht so richtig Minecraft-mäßig aus, aber das sind ja Badebomben. Die sind nicht ganz günstig. 4,50 € das Stück. Aber für ein echtes Schlammbad, ich glaube, das lohnt sich mal. Ein Schlammbad, wo auch noch gut riecht. Und das hier, wenn ich dann das Bad mache, dann zeige ich euch das natürlich. Ja. Also nicht wie ich bade, sondern wie ich es dann ins Wasser reintue. Sehr schön. Es motiviert mich mal wieder. Was heißt mal wieder? Ich habe es noch nie gespielt. Mal Minecraft zu spielen. Was meint ihr? Soll ich mal Minecraft spielen? Was soll ich bauen? So. Ich zeige euch dann gleich, wie ich es ins Wasser reinschmeiße. So, heute ist es soweit. Heute wird die Badebombe gezündet. Ich habe ja zwei Badebomben von Lush, nämlich diese Galaktik von Minecraft und diesen Gras-Erdhügel von Minecraft. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Gronkh, der diesen ganz tollen Tipp mir gegeben hat. Naja, er hat mich selber gegeben, hat mich auf die Antwort gebracht. So, und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Bombe gezündet wird im Wasser. So, da sind wir wieder. Ja, so sieht mein Bad übrigens aus. Mewtwo ist hier mit mir am Start und auch ein Roboter und Dinosaurier und dann so kleine, ja, ein paar Kleinigkeiten an Bade, also es war's, die man eben so hat. Ja, und hier ist es das Wasser und ich habe mich für den Erdgrashügel entschieden, Würfel entschieden von Minecraft. So, das ist jetzt eine Weltpremiere. Es riecht schon ziemlich gut. Oh, und jetzt rein ins Wasser damit. Wie sieht das wohl aus? Hey. Okay. Das bröselt schon mal schön. Und ja, ich muss ja dazu sagen, im Stream hat Gronkh erwähnt, dass die Farbe wäre eklig und der Geruch wäre auch nicht toll. Und als ich dann in den Chat reingeschrieben habe, naja, auf der Webseite steht, Inhaltsstoffe wäre echte Tonerde und auch Holzkohle. Unter anderem Gronkh dann so entsetzt, was? Das ist Absicht? Ja, das ist Absicht. Und gut, es sieht nicht für jeden jetzt so appetitlich aus, die Farbe. Aber also dass es eben wie Schlamm ist und ja, Erde und Wasser ist ja Schlamm, ne? Also auch bei Minecraft, das hat mich dann schon auf die Idee gebracht, hey, das muss ich mal ausprobieren. Guckt euch mal schön geblubbert da an. Ich hoffe, man hört es im Video auch, das Geräusch. Die Erde hat sich zuerst aufgelöst, jetzt kommt das Gras. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wasser man da braucht. Bei Glibby oder Jellybuff oder auch Glibby Slime kenne ich mich da inzwischen schon ein bisschen besser aus. Ich habe keine Ahnung,
wie das bei Slush-Badebomben ist. Ich meine, es stand auch nichts in. Es war gar keine Produktbeschreibung dabei, es war nur der Würfel drin und die Rechnung und der Lieferschein. Es sieht schon mal sehr interessant aus. Interessante Farbe, wenn man ein Schlammfan ist. Also wenn echte Tonerde drin ist, dann, Freunde, ist das natürlich dann sowas wie ein Schlammbad. Aber so wie es aussieht, ein sehr dünnflüssiges Schlammbad. Der Würfel hat sich aufgelöst. Mal so einen Überblick geben. Das sieht so ein bisschen aus wie auf seiner Weltkarte oder Landkarte, wo sich irgendwelche Inseln gebildet haben. Sieht auf einmal schon mal sehr cool aus. Und ja, ich muss Gronkh recht geben, die Farbe sieht jetzt nicht so appetitlich aus, aber wie heißt es so schön, inneren Werte zählen. So, ich werde jetzt das Bad ausprobieren und dann werde ich im Anschluss erzählen, wie es so war. Ja, dann bis nachher. So, ich melde mich wieder zurück. Jetzt habe ich gebadet und ja, den Badeprozess, den wollte ich euch nicht zeigen. Also das habe ich euch erspart. Ja, mein Fazit zu den Minecraft-Badebomben von Lush. Der Auflösungsprozess, den habt ihr ja gesehen, das ist eigentlich schon die halbe Miete von diesen Badewürfeln. Also Badebomben von also als Minecraft-Würfel. Ich habe ja den Erdgrashügel-Würfel zuerst gewählt. Ich muss erst hier nochmal sagen, ich habe noch nie Minecraft gespielt, habe das aber in einem Stream von Gronkh ja ihm erzählen hören. Also das habe ich euch, glaube ich, vorhin schon erzählt. Und jetzt mein Resümee. Also es riecht besser, wie es aussieht. Das sage ich schon mal zuerst. Aussehen ist es, tut es wirklich nicht gut. Das Auge badet ja mit. Aber für Matsch- und Schlammfans ist das wirklich bestimmt mal eine andere Badeabwechslung, Badeerlebnis. Allerdings, es ist eben Badewasser. Also es ist kein dickflüssiger, eine dickflüssige Pampe, wie zum Beispiel bei Clippy oder bei Jellybuff, sondern es ist eben ganz normales Badewasser. Und diese Badebomben, also jetzt diese Badebombe von dem Minecraft-Erdwürfel, enthält unter anderem echte Tonerde und auch Holzkohle. Ja? Also es ist gut für die Haut. Und es riecht so, ich glaube Zedernholz ist es. Zedernholz oder wie heißt denn das andere? Sandelholz. Also auf jeden Fall, es riecht sehr gut. Es war auch ein schönes Badeerlebnis, hauptsächlich taktil gesehen, also für die Haut und für die Nase. Fürs Auge jetzt nicht ganz so. Der Auflösungsprozess, wie gesagt, war für das Auge wirklich wunderschön. Also hat ausgesehen wie so eine Galaxie. Ja, mein Fazit, empfehlenswert, wenn man den Geruch mag und gut für die Haut ist es allemal, aber 4 Euro irgendetwas, also fast 5 Euro für so einen Würfel, wo das Badewasser dann aussieht wie so dreckiges Brackwasser, naja, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Meiner war es oder ist es, also für mich kann ich es empfehlen, aber wie gesagt, ihr habt es jetzt selber gesehen. Bildet euer eigenes Urteil. Übrigens, ich meine gelesen zu haben, dass diese Minecraft-Badewürfel, Badebomben-Badewürfel, dass die nur begrenzt lieferbar sind. Also die sind nicht so, solange Vorrat reicht. Das ist so eine Aktion. Aber hier, ich mache jetzt keine Werbung und so. Das ist jetzt nicht werbeunterstützt, bloß das wollte ich noch erwähnt haben. Ja, dann, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich teste demnächst dann noch diesen anderen Würfel und mache darüber vielleicht auch ein Video, wenn ihr wollt. Das war's, Kip Supernova over and out.